Hallo und willkommen zu unserem heutigen Topspiel bei Last Gaming. Heute haben wir die Partie Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach für euch. Bremen, die ja so langsam, aber sicher jetzt mal allein aufs Tor gehen, aber schön geblockt. Ja, was ich sagen wollte, die Bremer natürlich so langsam mal in der Pflicht. Haben ja immer noch erst 3 Punkte. Was sage ich da? Erst 4 Punkte. 3 Spiele haben sie verloren. Entschuldigung. 4 Unentschieden gespielt, noch keinen Sieg in dieser Spielzeit. Ja, da kommen eigentlich nur die Kölner dran. Die haben erst 1 Punkt. Aber die Kölner, die Bremer jetzt, wie gesagt, gefragt. Zu Hause gegen Gladbach wird keine einfache Nummer. Aber könnte machbar sein. Die Gladbacher zuletzt auch immer wieder mit ein paar Spielen unter ferner liefen. Es will noch nicht so richtig die Kontinuität in die Mannschaft kommen. Man spielt zu nervös und dadurch verliert man halt eben auch das eine oder andere Spiel. In der Tabelle muss man aber sagen, absolut im Soll. Tabellen-Siebter mit 11 Punkten, da kann man eigentlich gar nicht mal meckern. Und wenn es heute gegen Bremen klappt, können sie natürlich an die oberen Plätze weiter dranbleiben. Jetzt mal Hazard. Hazard wird gestört, bleibt aber im Ballbesitz. Schöner Pass auf Raphael, aber da ist noch ein Bremer im Weg und verhindert so die Torchance. Ja, 11 Punkte Gladbach, 10 zu 12 Tordifferenz. Ja, mit heute einem Sieg wäre da wirklich doch was drin. Man kommt wieder an die Europa-Plätze bzw. Champions League-Plätze dran. Liegt ja erst ein Platz dahinter. Und vorne dran natürlich Augsburg, Hannover, die wahrscheinlich auch die ganze Saison über jetzt nicht diese Leistung bringen können, die sie bis jetzt gebracht haben. Würde ich mal so sagen. Wäre natürlich cool, mich würde es immer freuen, jetzt abseits, oder? Nein, doch kein Abseits. Und hier steht es 1:0. Oder doch Abseits. Ich wollte gerade schon sagen, es hat mir schwer nach Abseits ausgesehen. Na doch, war doch ein gutes Stück im Abseits. Ja, und wie gesagt, Hannover, Augsburg, ich denke nicht, dass sie die Leistung aufrechterhalten können. Wenn, würde es mich natürlich freuen. Es ist immer wieder schön, einen kleineren Verein oben mitspielen zu sehen. Und ja, bei Bremen geht es natürlich jetzt darum, nicht den Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen zu verlieren. Es sind ja immerhin schon 3 Punkte. Ist zwar jetzt auch nicht viel, aber sollte man heute verlieren und je nachdem oben drüber die Mannschaften gewinnen, dann sind es schon 6 Punkte. Und jetzt Hazard. Den muss er eigentlich... Was macht er da? Den kann er eigentlich schwerer daneben schießen wie rein. Den muss er normal machen. Den macht er eigentlich auch normal. Heute soll es wohl nicht sein, da meckert Raphael zu Recht. Und die Hamburger natürlich an diesem Spieltag, wie gewohnt, Platz 16, den kennen sie ja sehr gut. Dortmund hat ja in unserem Topspiel auf Red Bull Leipzig getroffen. Dortmund ist in unserem Topspiel auf Red Bull Leipzig getroffen. Wie die Partie ausgegangen ist, könnt ihr euch gerne bei unserem zweiten Topspiel anschauen. Ich will jetzt hier mal nicht spoilern, weil vielleicht schaut ihr dieses Spiel zuerst und wollt dann noch das andere gucken. Dann wäre es natürlich blöd gelaufen. Aber es war wirklich ein geiles Spiel, muss ich sagen. Schaut rein, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr Lust und Zeit habt. Es war auf jeden Fall ordentlich Pfeffer in der Partie. Und jetzt mal Elvedi. Aber der kommt da nicht durch. Erobert aber den Ball wieder. Jetzt Stindl. Ah, der Pass kommt trotzdem an, obwohl er nicht gut war. Hermann. Und da ist das 1:0. Ja, da wollte nie einer wirklich an den Ball kommen. Hazard trifft zum wichtigen 1:0 in der 34. Minute. Und die Abwehr mit viel Pech von Bremen. Der Ball landet irgendwie dann doch immer wieder bei einem Gladbacher. Und die Gladbach-Fans hier in Bremen natürlich aus dem Häuschen. Hier kommt da durch. Dann geht er durch die ganze Abwehr durch und Hazard hämmert das Ding schön in die Maschen. Schönes Tor, 1:0 Gladbach.
Ja, der Torwart hätte ihn vielleicht noch haben können, hat er aber nicht. Die Gladbach-Fans und Spieler würde es nicht interessieren. Hauptsache ein Tor, Hauptsache die Führung. Und das ist schon mal sehr wichtig. Gerade vor der Halbzeit noch einmal. Das Tor zu treffen ist natürlich ein bisschen Rückendeckung für die zweite Halbzeit. Man geht natürlich mit einem besseren Gefühl ins Spiel, wenn man schon 1-0 führt. Und ein bisschen Druck, denke ich, ist auch von der Mannschaft abgefallen. Sie dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen und die Partie schleifen lassen. Weil das kann Bremen auch. Ah, okay. Kein Problem für das Gladbacher Tor. Und hier sehen wir noch einmal das schöne Tor. Ja, da hat die Bremer Abwehr viel Pech gehabt. Aber das Gute ist schon mal, wir werden kein langweiliges 0 zu 0 erleben. Wenn, dann erleben wir ein langweiliges 1 zu 0. Jetzt ein Foulspiel der Bremer. Das erste übrigens nach 40 Minuten. Zakaria. Das Schweizer Wunderkind. Stindl. Elvedi. Kramer. Hazard. Ah, da vertändeln sie wieder den Ball. Und jetzt aber die Übermacht der Gladbacher sollte normalerweise hier zu hoch sein. Ah, da kommt Sommer noch rechtzeitig raus. Hat den Ball, kein Problem. Und jetzt müsste es gleich schon in die erste Halbzeit gehen. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Bartels verliert aber den Ball. Und die Gladbacher vielleicht noch mit einer Offensivaktion. Nein, spielen hinten rum. Die haben natürlich jetzt Zeit. Und da ist auch schon der Halbzeitpfiff. Wir haben ein, ja, jetzt nicht gerade das beste Spiel gesehen. Wir hatten 2 Großchancen, glaube ich, von den Gladbachern. Die muss Hazard normalerweise beide machen. Aber hat nur eins gemacht. Auch okay. Und auf der Bremer Seite haben wir ja das Abseitstor gesehen. Ja, wenn er da einen Ticken später startet, steht es 1 zu 0 für Bremen, beziehungsweise dann 1 zu 1. Hier haben wir nochmal die Situation. Pech für Bremen, Glück für Gladbach, dass der Spieler hier im Abseits gestanden hat. Im Endeffekt kann man sagen, das 1 zu 0 für Gladbach geht doch in der Höhe in Ordnung für die erste Halbzeit. Hier 55% Ballbesitz. Bremen hat außer das Abseitstor noch keinen Schuss aufs Tor bzw. sonst einen Schuss abgegeben. Von daher sind wir mal gespannt, was es jetzt in der zweiten Halbzeit geben wird, die jetzt angefangen hat. Welche Spieler kommen werden, welche gehen werden. Vielleicht trifft sogar mal der ein oder andere Joker. Sind wir gespannt. Und die Klappacher direkt in der Offensive. Hermann. Ah, aber die Flanke, das kann er doch besser. Ist ja noch nicht so ganz warm direkt nach der Halbzeit. Muss erst ein bisschen auf Touren laufen. Dann klappt das vielleicht auch mal besser. Aber das ist natürlich alles Zeit, die die Bremer verlieren. Und die Klapperer haben sie ja, die Bremer nicht. Jetzt Raphael verliert aber den Ball. Das ging dann doch zu leicht. Und vielleicht jetzt mal die Chance für Bremen. Aber vorne drin ist auch so wirklich keiner, der sich dann da anbietet. Vielleicht jetzt. Gebre Selassie. Auf Kainz. Und da kommt die Flanke. Da kommt er nicht zum Kopfball dran. Und Gladbach kann klären. Wieder ein bisschen Glück für die Gladbacher. Wenn er da richtig zum Kopfball kommt. Sieht es vielleicht anders aus. Aber das gehört im Fußball halt eben auch mal dazu. Mal verspringt er der Ball. Und manchmal landet er dann genau noch so, wie du ihn trotzdem brauchst. Obwohl es gar nicht gewollt ist. Und die Bremer ja natürlich als Vorletzter. Die Saison mit dem Glück nicht gerade gesegnet. Ja, hätten sie lieber mal den guten alten Pizarro behalten, der ja jetzt in Bremen, in Köln spielt. Der war immer mal wieder für ein Tor gut. Muss man halt immer so sagen. Ich verstehe auch nicht genau, warum Bremen den gehen gelassen hat. Hatten natürlich auch viel Verletzungspech, die Bremer. So, jetzt vielleicht wieder über Gebre Selassie. Kainz. Ah, der Querpass kommt nicht an. Gladbach kann wieder klären.
Und jetzt werden wir erstmal den ersten Wechsel sehen. Jerome Gondorf kommt für Kainz in die Partie. Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Und Griffo für Hermann. Ja, Hermann war anscheinend nicht so fit heute. Deshalb der frühe Wechsel. Aber auch je nachdem, wie sie jetzt die Rollen tauschen werden, weil Griffo eigentlich ein linker Mittelfeldspieler ist. Und Gondorf, der ja aus Darmstadt gekommen ist, sind wir mal gespannt, was der Junge jetzt auf dem Platz zeigen kann. Kainz eigentlich eine sehr gute Partie bis jetzt gezeigt. Aber vielleicht ist er auch ein wenig angeschlagen. Das weiß ich nicht. Vielleicht werden wir darüber noch genauere Informationen erhalten. Aber jetzt erstmal die Klapperer über Hazard. Ah. Da bringt er besser die Flanke, weil in der Mitte war jetzt wirklich keiner so frei, dass man den Ball hätte flach reinspielen können. So, Grifo, der neue Mann. Stindl. Kramer. Bis jetzt noch ohne Kopfverletzung, was es auch nicht oft gibt. Und jetzt Kramer zieht ab. Aber da ist wieder das Glück. Der Ball springt wieder bei Kramer. Aber ja, es soll nicht sein. Garcia kommt für Gebre Selassie. Und bei Gladbach kommen Guisson für Zakaria. Guisson, der ja im letzten Spiel von Anfang an ran durfte. Ein guter Fußballer, hat viel Potenzial. Die Frage ist natürlich, er braucht Spielzeit, das ist klar. Und ich gehe mal davon aus, dass der Trainer von Borussia Mönchengladbach dies auch berücksichtigen wird. Sonst hätte er letzte Woche nicht in der Startelf gestanden. Von mir immer liebevoll das Croissant genannt. Jetzt nicht, weil es gegen Franzosen ist oder sonst was, was die Leute jetzt natürlich wieder denken, oh, Croissant Frankreich, weil ich Cuisson oder wie man es spricht, es erinnert mich halt einfach an Croissant. Ich finde es eigentlich relativ witzig. Ob ihr das auch witzig findet, ist natürlich auch wieder die andere Geschichte. Ja, und die Bremer sollten so langsam mal darüber nachdenken, einen Torschuss abzugeben. Vielleicht zählt das hier schon als Torschuss. Man munkelt. Aber so gewinnst du halt eben keine Spiele. Ich meine, es ist die eine Geschichte, ob du Tore schießt oder nicht, aber wenn du es nicht mal versuchst, kannst du halt eben nicht gewinnen. Man kann halt eben nicht darauf hoffen, dass der Gegner ein Eigentor schießt. Passiert zwar auch ab und an mal, aber darauf sollte man nicht aufbauen. Irgendwie ist auch hier der Wechselbildschirm eingefroren von Werder Bremen oben links im Ecken. Der hat genauso viel Lust. Ja, naja, was soll's. Die Technik. Man verflucht sie. Sie funktioniert nie, wenn man sie braucht. Wir kennen das alle. Jetzt Kramer auf Raphael. Grifo. Stindl. Ah, das war aber auch, glaube ich, auch abseits, oder? Ja. Richtig. Jetzt nochmal der Wechsel. Raphael geht, dafür kommt unser Preisboxer Raul Bobadilla in die Partie. Ja, die Uhr tickt gegen Bremen. Es sind noch 4 Minuten zu spielen. Und so langsam sollte Bremen vielleicht mal was einfallen. Sonst sieht es hier doch sehr böse aus. Jetzt aber mal Bobadilla, der neue Mann. Ah, kommt nicht durch. Schade. Jetzt Griffo. Ja, der verliert ja auch zu leicht den Ball. Hätte viel früher passen müssen. Und vielleicht jetzt mal die Chance für Werder Bremen. Delaney, Bartels, Gondorf. Ja, was macht er denn da? Ja, Bremen fällt absolut in dieser Partie nichts ein. Aber auch gar nichts. Und da ist das Spiel auch schon zu Ende. Wir haben, ja, die Klapperer haben ihren Soll erfüllt, mehr aber auch nicht. Ein Tor geschossen, danach war in der zweiten Halbzeit eigentlich tote Hose. Bei Bremen war eigentlich das ganze Spiel über tote Hose. Man hat nach vorne fast gar nichts gesehen. Eigentlich schade. Ja, aber solche Spiele gehören halt eben auch mal dazu. Und als Klapperer, man muss sie halt eben auch mal gewinnen. 1-0, wieso nicht? 3 Punkte sind 3 Punkte. Da wird später keiner mehr drüber meckern. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Topspiel bei Last Gaming.